Zum ersten Mal nach Corona fand in Finsterwalde wieder die alljährliche Sportlerehrung des Kreissportbundes Elbe-Elster in einem größeren Rahmen statt. Der KSB konnte dazu in der Gaststätte Altnauendorf zahlreiche Sportler begrüßen. Wir sind mittlerweile nach dem Einbruch in der Corona-Zeit mit den neuesten Zahlen zumindest in Summe wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. Also auch ein Dank an die Arbeit in den Vereinen. Es geht wieder los. Über 15.000 Menschen sind organisiert im Rahmen hier des Kreissportbundes. Kommen noch die Angler mit dazu, also es ist noch ein bisschen mehr. Ich denke mal, es ist ein tolles Signal, auch dass es wieder losgeht. Und über ein Drittel von den Sportlerinnen und Sportlern, die hier organisiert sind, sind im U21-Bereich organisiert. Nicht ohne Stolz präsentierte KSB-Chef Detlef Leisner einen neuen Siegerpokal. Gestiftet wurde der Roga Cup von den Roga-Unternehmungen in Herzberg. Gestaltet wurde er von der Künstlerin Erna Böckelmann aus Altenau. Fast 2000 Personen beteiligten sich im Vorfeld an der Abstimmung für die Sportler des Jahres 2022 in Elbe-Elster. Für jede Menge Kurzweil während der rund zweistündigen Verleihung sorgten neben dem Sportensemble Elsterwerda der Finsterwalder Tischtennisverein. In der Kategorie Mädchen ging der Roga Cup an Clara Schneider von Neptun 08 Finsterwalde. Sie ist vielfache Landesmeisterin auf Kurz- und Langbahn im Schwimmen. Bei den Jungen ging der Pokal an Lukas Lohse vom Ruderverein Mühlberg. Er ist bereits Brandenburger Landesmeister. In der Kategorie Jugendmannschaften ging der Roga Cup an die weibliche A-Jugend des VfB Dobolo-Kirchhain. Dieser konnte den Landesmeistertitel auf sich verbuchen. Bei den Frauen ging der Cup an Clara Schneider vom Radsportverein Finsterwalde. Sie ist bereits dreimalige Weltmeisterin, dreifache Europameisterin und vierfache deutsche Meisterin. In der Kategorie Männer ging der Roga Cup an Benito Breuer vom TSV Schönborn. Er hat den ersten Platz bei den ostdeutschen Trial-Meisterschaften belegt und wurde Sieger über alle ausgeschriebenen Klassen. In der Kategorie Mannschaften ging der Pokal an das Sportschau-Team des CSC Sportensemble Elsterwerda. Sie haben sich wiederholt für die Weltgymnastrada qualifiziert und sind mehrfacher Landesmeister im Showbereich.